unsere Ergebnisse haftet. Gerüchte besagen, dass Tommy Elliot in Arkham arbeitet. Who the fuck is Tommy? Batman! Sagen Sie nicht, Sie sind jetzt in Sicherheit. Aber das ist aber eine Falle. Ich weiß. Ich weiß, aber nicht für mich. Es stimmt! Du bist wirklich der größte Detektiv der Welt! Wie hast du das gemacht, Bats? Oh, was zum Teufel! Geht da runter, Jungs, und seht mal, ob ihr herausfindet, dass er ins Gesicht geschlagen wird. Oh, wartet hier! Den 1. April! Geht sofort herunter! Geht's ihm gut? Steht noch jemand? Ah ja, da drüben. Kuschibärchen! Du wirst auf dem Boden liegen und bluten! Genau das gleiche wollte ich dir auch gerade sagen. Kuschibärchen. Sei nicht so zufrieden mit dir, Bats. Ich wiege dich nur in Sicherheit. Stell dir das als eine Probe vor, der die Premiere folgt. Du wirst schon sehen. Bla 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 bla. Es tut mir leid. Ich hab's versucht, dir zu sagen. Ich konnte nicht sprechen. Ganz ruhig, Sie sind in Sicherheit. Ich werde mit diesen Schmalspurgaunern fertig. Ich bin doch schon fertig mit denen. Wie sieht eigentlich mein Cape aus? Ah, er hat auch. Ja, bis auf den einen Riss sehe ich eigentlich noch relativ fit aus. Als ich das erste Mal gespielt habe, war ich an der Stelle schon komplett zerrissen mit dem zerrissenen Cape. Das ist eigentlich auch eine coole Sache, dass sich die Klamotten anpassen. Arkham Nightshift, okay. Kein Kabel. Das ist scheiße. Wie komme ich jetzt hier weiter? Wahrscheinlich gar nicht. Gut, dann geht's halt wieder nach Hause. Ah! Wieder ein kleines Geschenk für mich. Wir bitten alle Patienten ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Ich bin nicht sicher, ob ich ein Geheimnis länger für mich behalten kann. Zu meiner Party kommen noch zwei alte Freunde. Einer von denen hat Angst, dass du gehst, ohne dich zu verabschieden. Der andere, naja, sagen wir mal, er wird genauso überrascht sein, dich zu sehen, wie du ihn. Okay. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, haben nur wenige geglaubt, dass es einmal das beste psychiatrische Beurteilungs- und Rehabilitationszentrum werden wird. Jeder kennt die Geschichte. Ja, hier war ich schon. Wenn ich jetzt noch wüsste, welche Farbe ich schon erledigt habe. Ah, okay, da muss ich lang. Danke. Präsentieren alle medizinischen Fachrichtungen und bieten eine große Auswahl dann an medizinischen, chirurgischen, diagnostischen und Wellnessprogrammen an. Die hohe Qualität der Pflege, verbunden mit der günstigen Lage der Anstalt von Arkham, hat dazu geführt, dass wir zur besten Einrichtung des ganzen Staates gewählt wurden. Ach, zur Radiologie. Die Zeiten in dieser Einrichtung haben sich geändert und wir glauben, dass durch unsere bahnbrechenden Techniken alle eine Heilung entgegensehen dürfen. Denken Sie dran, ein glücklicher Patient ist ein glücklicher Patient. Ja. Die dürfte dich jederzeit behandeln. Nicht nur dich. Ich laufe wieder in die falsche Richtung zurück. Ich verliere immer während des Kampfes die Orientierung. Hallo? Wieso machst du das? Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Oh, jetzt funkelt's ein bisschen. Als wärst du unser Druckmittel.
Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das nicht erklären. Lady, ich muss dir nochmal sagen, ich werde dir wehtun. Verstanden? Halt. Aber vorher werde ich dir wehtun. Oh ja, ich werde euch so wehtun. Nein, zum Teufel. Bitte nicht! Nein! Oh, wir werden sie nicht wissen! Sie ist tot, jemand muss es Joker sagen. Okay, vielleicht doch nicht. Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Okay, das war vielleicht dann doch nicht der richtige Weg. Wieso machst du das? Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Aber der Vorteil ist jetzt ruckelt nicht mehr. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Lady, ich muss dir nochmal sagen, ich werde dir wehtun. Verstanden? Halt endlich den Mund! Ah ja, okay, jetzt verstehe ich. Wenn der Boss mit dir reden will, redet er mit dir. Bis dahin, halt deine Klappe! Doppelter Angriff. Eins. Bitte lass mich gehen. Ich mache keinen Ärger. Wir haben eine Armee, die alles auseinandernimmt. Joker will, dass du hier bist. So geht es. Oh, bitte nicht! Nein! Hallo, Mrs. Young. Was ist los? Sie unterhielten sich, als ob sie alles unter Kontrolle hätten. Stimmt es, dass Joker ausgebrochen ist? Leider ja. Also eigentlich ist er eingebrochen. Ich habe monatelang an Jokers Fall gearbeitet, bevor er ausbrach. Der Anstaltsleiter sagte damals, dass er Jokers Heilung wolle. Schlechte Nachrichten werden seine Bürgermeisterkampagne beeinflussen. Das ist das Kleinste seiner... Gott, ich habe fast vergessen, dass Sie sagten, dass Sie durch die Einrichtung zogen, um die anderen Ärzte zu jagen. Kein Problem, Doktor. Das gesamte Personal wurde gerettet. Sie sind sicherer, wenn Sie hier bleiben. Okay. Das gesamte medizinische Personal ist in Sicherheit. Zeit, Harley Quinns und Gordons Spuren zu verfolgen. So, Position auf der Karte. Wir müssen wieder dahin. Okay. Danke. Ich habe Plätze an der Ringseite. Harley bringt Popcorn mit. Ich oh ja, Popcorn. Kann's nicht erwarten. Popcorn wäre etwas Tolles. Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Willkommen in der Nervenklinik von Arkham. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Als Amadeus Arkham diese schöne Rettung aufbaute, jeder kennt die Geschichten der sogenannten Superverbrecher, die hier behandelt werden. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Unsere Züge mit geringen Sicherheitsanforderungen bieten normalen, aber ausgelösten Zonen einen sicheren Hafen für eine Heilung. Eine genaue Übersicht über unsere Kosten- und Gesundheitspakete finden Sie am Empfang oder unter www.arkhamcare.com/preise. Wir akzeptieren die meisten Krankenkassen. Unsere Website klärt Sie über alles auf, was... So, wo müssen wir? Ne, nochmal zurück. Nochmal zurück. Zurück, zurück, zurück. Wie wir Ihnen helfen können. Wussten Sie, dass unsere Kindersektion auf der Seite Sie mit detaillierten, aber diskreten psychiatrischen Profilen... Hast du sie gefunden? Geht's ihnen gut? Ja, sie sind in Sicherheit. Batman! Wir haben noch ein Problem. Ich muss zur Villa. Meine ganzen Forschungsnotizen sind da. Wir können nicht riskieren, dass sie Joker in die Hände fallen. Es ist nicht sicher, Doktor. Die Insel ist Kriegsgebiet. Sie hätten keine Chance. Das ist mein Lebenswerk. Du hast wirklich nicht die Berechtigung...
Ich bring sie dahin, Batman. Wenn du mich fragst, ist es an der Zeit, mich zu revanchieren. Das gefällt mir nicht, aber wer hat den Fahrstuhl gerufen? Wir waren das nicht. Er kommt aus dem unteren Stockwerk. Cash, nehmen Sie Dr. Young mit. Holen Sie Ihre Aufzeichnungen und dann finden Sie einen sicheren Aufenthaltsort. Alle anderen gehen in den Beobachtungsraum und verbarrikadieren sich. Der Boss sagt, er ist irgendwo hier drin. Schwärmt aus! Tun wir uns erstmal da die... Bisschen extra XP. Vielleicht reicht das für einen Leveler. Das wäre ein Krankenhaus, ist das. Sieht mir nach Folterkammer aus. Jemand muss darüber. Oh, der ist schon ausgeschaltet. Einer ist noch irgendwo. Wo ist der letzte? Da drüben. Okay. Oh Gott, ich habe ihn verloren. Nein, mein Gott, du hast ihn verloren. Ich bin ganz in deiner Nähe. Guck, gut. Schlaf gut. So, das müsste jetzt aber ein Level-Up sein, oder? Okay. Doch, Level-Up. Yeah. Upgrade. So, was holen wir uns jetzt? Upgrade. Ermöglicht Batman nach einer 8-fach-Kombo ein sofortiges Ausschalten, das nicht abgewehrt werden kann. Das Leber. Okay. Jetzt kommen wir ja durch die Tür hier. Und abwärts. Zu leicht! Denk mal drüber nach! Ich habe dich in einer kleinen Metallkiste eingesperrt, die ungünstigerweise über einem tödlichen Abgrund hängt. Was sagst du? Soll ich die Notbremsen lösen und dich wie einen Sack Welpen fallen lassen? Nein. Sag gute Nacht, Bats. Bumm! Kleiner Scherz. Ich habe noch ein paar Überraschungen für dich auf Lager. Bereite dich darauf vor, dich deinen Ängsten zu stellen. Ich glaube, das ist Gas. Das ist kein Cray. Oh, Scarecrow. Nur Scarecrow. Hol sie von mir runter! Hol sie von mir runter! Scarecrow. Oh nein! Hilfe! Sieht so aus, als ob der gute Doktor früh angefangen hätte. Deine Verabredung ist erst in ein paar Stunden. Du wirst sicher benachrichtigt, wenn er fertig ist. Sag mir, Bats, wovor hast du denn Angst? Ich habe vor nichts Angst. Ich lache der Angst. Hast du Angst, mich dann zu retten? Dass du den Commissioner nicht rechtzeitig findest? Vor mir im Springtanker? Okay, davor habe ich echt Angst. Der Joker im Springtanker. Böses Kopfkino. Bitte hilf mir, Batman! Nein! Okay. Die Kameraperspektive ist gerade ein bisschen schräg. Meine Augen auch. Hui, ich krieg Angst. I'm Horror Batman. The Hollow Batman.
Es tut mir leid, Trin. Barbara. Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Tut mir leid. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Barbara, bist du da? Bitte legen Sie auf.